So, hey, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben 2020, das ist das erste Video 2020. Und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Neujahr und auch schöne Weihnachten und alles. Und ich habe leider keine Videos mehr letztes Jahr machen können, weil immer irgendwie alles dazwischen kam. Aber jetzt habe ich dann wieder ein bisschen Zeit, hoffe ich doch mal. Beziehungsweise bald fängt der Prüfungszeitraum wieder an, deshalb wird es da etwas schwieriger. Aber das soll doch eigentlich alles kein Problem sein. Wir befinden uns gerade in Minecraft, einfach nur weil ich aber ein ruhigeres Spiel spielen wollte, wo ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit irgendwie respawnen und Gegner erledigen muss und alles drum und dran. Und wieso nicht? Ich wollte eigentlich noch am 31. habe ich sogar noch geschafft, ein Video aufzunehmen. Nur leider habe ich da was falsch gemacht, deshalb war das irgendwie die ganze Zeit ein Standbild und ich glaube, ich werde sterben. Aber jetzt habe ich endlich herausgefunden, wie ich es hinbekomme, dass ich Minecraft aufnehmen kann. Mir fällt gerade auf, ich habe 44 FPS. Moment, das sollte ich mal fixen. Ich bin sowas von tot. Ich glaube, 12 Chunks reichen dann auch. Aua. Und das überlebe ich. Heck hier. Gleiches Tag. Oh nein. Ich weiß nicht, ich hatte einfach mal wieder Lust auf Minecraft, weil es kam jetzt ja dieses Bienen-Update raus und es gibt auch eine ganze Menge an neuem Zeug in... Aua. Vanilla Minecraft. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich gucke einfach mal da rein und spiele ein wenig. Wissen Sie, in dieser Welt habe ich auch dieses Video aufgenommen. Da war ich eigentlich nur die ganze Zeit in Minen, habe die ganze Zeit geredet, dass es so toll war und das ist das letzte Jahr. Und eigentlich kann ich das jetzt wieder machen. Ich will nur mein Zeug wiederfinden. Bin ich gerade hingelaufen? Sollte ich nicht anfangen zu brennen? Eigentlich will ich nur mein Eisen und so. Danke. Okay, ich habe mein Zeug wieder, bin zwar verscheißt schon wieder tot, aber das sollte kein Problem sein. Es ist jetzt der Tag und die sollten hoffentlich endlich mal anfangen zu brennen. Also was ich gerade gemeint habe mit, es war ein tolles Jahr. Ich bin mal bei mir auf die YouTube-Statistik gegangen und habe mal die von den letzten 365 Tagen, beziehungsweise eigentlich die ganzen von 2019 angeschaut. Und es ist halt schon echt krass. Gut, ich meine, klar, ich bin ein kleiner YouTube-Channel, aber ich hätte mir niemals vorgestellt, dass es sowas in irgendeiner Weise sein könnte, denn in 2019 allein habt ihr 50.830 Mal auf meine Videos geklickt und das ist halt echt krass, weil auf keinen Fall habe ich jemals, na gut, vielleicht so insgesamt über die gesamte 22 Jahre meines Lebens kann es sein, dass ich 50.000, nee, ich habe ganz sicher keine 50.000 verschiedenen Menschen gesehen, deshalb. Das ist einfach so eine riesengroße Menge an Leuten. Das sind einfach insgesamt 2740 Stunden Wiedergabedauer. Das ist halt schon echt krass. Oha. Und allein schon 404 neue Abonnenten. Das ist toll. Ich freue mich. Das ist cool. Vielen Dank dafür. Also, es ist halt dieses YouTube macht Spaß. Und auch wenn man nicht viele Aufrufe bekommt, ich meine, vergleichsweise bekomme ich hier halt im Grunde total wenige, aber es lohnt sich nicht, sich mit den ganz Großen zu vergleichen, weil ja, die haben einen Vorsprung und sonst was. Und jedenfalls, es ist toll zu sehen, dass halt so viele von euch zuschauen und so viel zuschauen und das ist halt mal echt krass. Es freut mich, dass ihr alle da seid und es macht halt eine ganze Menge Spaß aufzunehmen. Auch wenn es manchmal echt frustrierend ist, wenn man zum Beispiel Paladin spielt und die Runden irgendwie alle grauenhaft sind oder so. Oder dass es dann halt irgendwie, dass man dann versucht zu schneiden und während des Schneidens findet man das Video irgendwie nicht so toll und solche Sachen. Aber trotzdem ist man einfach Spaß. Und dann hat man einfach die Leute, die herkommen und sich das angucken und dann sagen, hey, guck mal, die Videos sind toll, mach weiter so. Und das ist halt echt cool. Deshalb, es freut mich, ich will auf jeden Fall noch weiter YouTube-Videos machen. Und abgesehen vom Prüfungszeitraum, der dann, ich glaube, Februar beginnt. Also irgendwie so über den Februar habe ich Prüfungszeitraum. Ich glaube, ich habe nicht sehr viele Prüfungen dieses Semester. Weshalb es sein könnte, dass sich dort die Videofrequenz gar nicht mal so verändert. Aber das könnte halt der einzige Moment sein, wo es dann so sein könnte, dass ich vielleicht doch etwas weniger Videos machen kann. Aber es sollte dieses Jahr auf jeden Fall besser aussehen, dass ich halt häufiger Videos mache oder regelmäßiger. Nicht so wie letztes Jahr, wo dann halt irgendwie mal etwas längere Zeiten nichts kam. Was halt schade war, aber ich kam halt leider nicht zum Aufnehmen, das ist eigentlich alles. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, euch macht meine Videos weiterhin Spaß und ich möchte ein paar Sachen mehr machen, wie ihr sehen könnt. Ich spiele gerade Minecraft, also, na gut, ich renne eigentlich durch die Gegend, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich will
nicht nur Paladins machen. Das sage ich, glaube ich, schon zum 10. Mal oder so in meinen Videos. Hallo Pferd. Und es ist irgendwie manchmal echt anstrengend, Paladins-Videos zu machen. Beziehungsweise ist es halt anstrengend, wenn man sowas machen möchte oder halt ein Spiel macht, welches so rundenbasiert ist und wo man dann nicht selber entscheiden kann, wann es aufhört und so weiter. Deshalb, ich glaube, wenn ihr Lust habt und euch dieses Video hier gefällt, dann würde ich sogar ein bisschen mehr Minecraft machen, weil ich mag Minecraft. Minecraft ist cool. Und ich kenne die ganzen Vanilla-Sachen nicht und die würde ich halt alle echt gerne herausfinden. Weil ich wollte halt sowieso schon wieder privat anfangen, Minecraft zu spielen. Aber kam irgendwie bisher nicht dazu, beziehungsweise ich habe dann halt Smite gemacht und sonst was. Und wenn ich so mit einem Video verbinde, hätte ich, glaube ich, echt viel Lust drauf. Also, wenn es euch gefallen würde, sagt doch einfach mal Bescheid, ob ihr Minecraft sehen wollen würdet, weil mir würde es eine ganze Menge Spaß machen, weil ich Minecraft sehr mag und schon einige Stunden in diesem Spiel verbracht habe. Aber gut, ich habe hauptsächlich halt Modpacks gespielt, aber das Vanilla Minecraft hat jetzt ja so viel neues Zeug, das ich halt noch nicht kenne. Und diese ganzen Unterwassersachen und die Villages und alles drum und dran. Wunderschöne Weltgeneration. Ich habe inzwischen nicht mal die Let's Plays von GLP und Paluten bzw. von PewDiePie angeschaut. Einfach nur, weil ich selber mal herausfinden wollte. Ich war halt nur irgendwie, kam ich nie dazu, Minecraft zu schauen. Oder zu spielen, sagen wir es mal so. Weil ich dann immer was anderes gemacht habe. Aber wenn ihr Lust hättet auf ein Let's Play, also ich wäre dabei. Da fehlt nur noch hier. So, erstmal ein Feld machen. Ist schon etwas Eisen fertig? Ja, eine ganze Menge. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, ich mache mir so ein bisschen Eisenzeug. Okay. Das hier soll noch weiter vor sich herkochen und ich hole mir jetzt ein bisschen Holz. Weil so langsam sollte ich mir vielleicht doch eine Unterkunft machen, weil nochmal so eine Nacht irgendwo herumzurennen ist, glaube ich, nicht so ganz gesund. Und danach würde ich so ein bisschen die Welt erkunden. Ich muss aber sagen, die neuen Texturen von den ganzen Blöcken und so weiter sehen echt schön aus. Also ich meine, die sind natürlich nach wie vor diese Minecraft-Texturen, aber die haben was. Ich konnte leider keinen Shader installieren, weil ich gerade auf der 1.15 spiele, wegen Bienen und Co. Und es Optifine dafür noch nicht gibt. Aber mal sehen, ich glaube, mein PC sollte es packen. Dann, ich kann nicht sprinten. Mein PC sollte es packen, dann das Video, also aufzunehmen und halt einen Shader zu haben. Deshalb mal sehen, weil ich finde Shader machen das Spiel echt wunderschön. Auch wenn es halt die normalen Standardtexturen hat, sieht es dann halt echt gut aus. Das ist halt komisch, weil Minecraft ist so ein Game mit halt relativ unspektakulärer Grafik. Aber dann, wenn allein schon Lichtreflektionen dabei sind, sieht das Spiel halt schon mal 100.000 Mal besser aus. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal wieso, weil es sind ja nur so ein paar Schatten. Hallo Schafe. Soll ich ein Schaf essen? Ich weiß nicht. Hier sind echt viele Schafe. Ich glaube, ich werde davon mal eines braten. Ich meine, das Schaf wird mir sein Fleisch ausleihen. Okay, Leute, nicht hingucken, okay? Nicht hingucken. Oh, guck mal, das Fleisch hat mir. Das Fleisch. Das Schaf hat mir sein Steak geschenkt. Sehr schön. Nein, nein, keine Sorge, ich habe hier nichts. Alles ist gut. Alles ist gut. Das war nicht dein Bruder. Doch, das war sein Bruder. Könnte die Felder hier auch mit Bone Meal düngen. Wobei, ich heb's dann, glaube ich, erstmal auf, weil noch habe ich keine Rüstung, auch wenn ich meine craften kann. Irgendwie, ich bin eine der Personen, die nie Rüstung craftet. Nicht so wirklich. Außer wenn ich dann ganz viel Zeug habe. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich überlebe auch so gut genug. Gut, zwar wurde ich von gesniped, aber das tut nichts zur Sache. Ich glaube, wenn es hier noch ein Schaf weniger gibt, ist es nicht so schlimm. So, nochmal zwei Steaks. Sehr schön. Gibt es hier in der Nähe irgendwo einen coolen Ort, wo man hingehen könnte? Ich weiß, dort hinten ist diese Ruine in der Wüste, da könnte ich auch hin. Gibt es denn den Essen? Ich bin mir gar nicht sicher. Boah, sind hier viel Schafe, das ist ja richtig gut. Zwar brauche ich die ganze Wolle nicht, aber ich nehme sie einfach mal mit. Ich könnte auch dort zu den Bergen gehen, wobei, nee, ich glaube, da ist eh so eine karge Region. Was ist eigentlich euer Lieblingsbiom in Minecraft? Weil ich persönlich mag Dschungelbiome sehr, weil die halt so richtig schön farbenfroh sind und grün und da ist ganz viel Zeug und ganz viel Sachen. Ist halt nicht so leer wie so ein Plains- oder ein Wüstenbiom. Oder ich mag halt auch sehr große Berge, wo man sich dann so schön einen Berg reinbauen kann. Hier gibt es eine ganze Menge Wolle. Oha.
Da ich jetzt mir immer noch kein Haus gebaut habe, buddel mich hier einfach da rein. Und setze einfach mein Bett hin, dann können wir die Nacht skippen. Und ich glaube, das macht es dann wesentlich angenehmer, weil ich habe jetzt keine Lust, hier herumzulaufen mit irgendwie 4 Herzen. Und wahrscheinlich noch zu sterben. Habe ich eigentlich noch Fackeln? Ja, ich habe noch ein paar Fackeln, sehr schön. Ich und die wohnen das ganze Zeug, was ich hier habe. Das habe ich noch von dem Video, was ich aufnehmen wollte, aber dann leider nicht hinbekommen habe, weil Minecraft, also das Aufnahmeprogramm, nicht funktioniert hat. So, wir sind jetzt sogar noch richtig gut getarnt. Gute Nacht. Guten Morgen. Ah, das Bett lasse ich erstmal dann, spawn ich sogar hier. Ich sollte mir aber jetzt einen Ort suchen, wo ich wohnen möchte. Aber erst gleich mein Inventar. Na gut, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, ich gehe mal dort in Richtung Berge, dort hinter der Wüste oder so. Weil dort könnte es halt echt cool sein. Oder was ist da hinten? Ach, hier stimmt, Lachse und alles. Ich finde die so cool. Also, dass man die noch mit dem Eimer mitnehmen kann. Ich mag die Fische. Das ist so ein richtig, einfach so ein richtig cooles Feature, was sie hinzugefügt haben. Die spawnen ja auch die ganze Zeit neu, oder? War das nicht so? Dann gönne ich mir jetzt mal ein bisschen Lachs. Komm her. So. Ach, die schwimmen ja nach oben. Oder? Du Fisch? Wo ist mein Lachs hin? Ach, da schwimmt er. Ja, ja, alles wird gut, keine Sorge. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man die nicht wirklich züchten kann. Man kann sie mit dem Eimer zähmen, dass sie nicht despawnen, aber man kann den ja leider, man kann sie ja leider nicht vermehren, zumindest soweit ich weiß. Also, ich habe halt mal ganz kurz und klein wenig auf der 1.13 oder so gespielt. Zumindest die Version, wo dann halt diese Wassersachen schon dabei waren. Da habe ich halt so ein paar Lachs einfach in den See gepackt. Aber dann sind die leider nicht im Fluss respawnen. Ich glaube, da gehe ich hin. Ich liebe solche Sachen. Solche komplett unnatürlichen Strukturen, die aber echt cool aussehen. Ach ja, das ist so ein Pillager. Nee, da gehe ich nicht hin. Tschüss. Nein, nein, ich brauche dich nicht. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Verdammt. Ich habe vergessen, dass es die ja auch noch gibt. Ich dachte nämlich, das wäre irgendwie so ein Hexenturm oder so. Und dann kann ich dorthin, töte eine Hexe und sowas. Und dann war es das. Aber nee, anscheinend nicht. Da ist ein Schweinchen. Hier ist ein Sumpfbiom. Das ist auch sehr schön. Oh, ja, Darkwood. Ich liebe Darkwood. Ach ja. Noch eine Sache, ich habe ja vorhin gefragt, was ist euer Lieblingsbiom? Was ist eure Lieblingsholzsorte? Ich würde sagen Darkwood, weil es halt echt cool aussieht. Und ansonsten, ich mag halt diesen Kontrast zwischen Darkwood und Birke. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die Birke nicht so wirklich mögen. Aber das Birkenholz, dieses schön weiße davon, das finde ich echt cool. Aber ich hole mir erstmal so ein bisschen Darkwood hier. Okay, ich habe zwar nur 5 Saplings, aber das wird erstmal reichen, also 45 Darkwood, also ich gehe erstmal zurück, weil ich glaube, bald wird schon wieder dunkel und ich sollte vielleicht mein Haus wieder wiederfinden, bevor wir gehen, bevor es Nacht wird und hallo Fisch, dankeschön, geben die eigentlich was zu essen? Ey, lass dich greifen. Nee, die geben nach wie vor nichts zu essen. Okay. Weil da war ich ja gerade nicht mehr sicher. Oh, guck mal, Sonnenblumen. Hallo. Da muss ich hin. Oder? Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo ich wohne, aber ich glaube, wir kamen von dort. Ja, weil hier ist der Anfang von dem Darkwood-Biom. Okay, doch, ich habe mich verlaufen. Ja, das ist definitiv die falsche Richtung. Bin ich nicht durch diesen Fluss hier gekommen? Ich glaube schon. Boah, sind hier viele Lachse. Kommt her. Diese Berge kommen mir nicht bekannt vor. Es ist schön, wie einfach man sich einfach in Minecraft verlaufen kann. Es wäre ja nicht so schlimm, hätte ich nicht so viel Eisen gesammelt. Das Gute ist aber, hier sind ganz viele Schafe in der Nähe und deshalb kann ich mir einfach ein Bett machen. Also sollte es jetzt Nacht werden, können wir die ohne Probleme skippen. Ist mir das jetzt endlich fertig? Schnell, ich will nicht verhungern. Okay. in welche Richtung muss ich jetzt eigentlich? Muss ich in die Richtung? Ich glaube schon. Nein, doch nicht. Und ich habe das Ding doch von der Seite dann gesehen gehabt, das muss ich nach da hinlaufen. Ah, nach da muss ich, da ist doch der Sumpf. Oh, da oben sind schon Skelette, sehr schön, na toll. Ich muss unbedingt eine Rüstung machen, weil ich glaube, so ist es doch etwas sehr gefährlich hier. Aber kein Problem, das überleben wir jetzt ganz einfach. Wenn ich es hier eine Abkürzung nach Hause, Na Skelett, wie geht's? Au. Daneben, aua. Dann ist die Wüste sehr schön. Okay, das heißt, ich muss jetzt nur noch hier entlang gehen. Und dann sind wir gleich zu Hause. Soll das eigentlich so sein, dass um die ganzen Texturen so ein bisschen das Licht herumschwummert? Das sah gerade für mich so aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie an falschen Einstellungen von mir liegt. Hi, Spinner, wie geht's so? Ein Slime, den nehme ich mal mit.
Ah, das ist ein Skelett. Nehmt dann doch nicht. So, wo muss ich jetzt nur noch mal hin? Also, ich bin jetzt hier. Dahinter, oder? Schön neben die Spinne. Das ist sicherlich gesund. Ah, tschüss. Viel Spaß da unten, Zombie. Enderman Party. Hallo, na, wie geht's euch? Bitte nicht schlagen. Okay, danke schön. Oh, oh. Spinne und Skelett ist nochmal unangenehmer. Huh. Wo ist mein Zuhause? Ich will doch einfach nur nach Hause gehen. Ach, Mann. da ist wieder Sumpf. Also irgendwie sieht hier alles gleich aus, habe ich das Gefühl. Bin ich hier richtig? Ich will doch nur mein Zeug wieder haben. Es ist jedem schon mal passiert. Also ich meine, jeder, der irgendwann mal... Ja, ich bin richtig. Aber Minecraft gespielt hat, der weiß, dass man sein Zeug ganz schnell verliert. Also den Ort, wo man wohnt, solange man keine Minimap-Mod dabei hat oder sonst irgendwas. Kinder, ich wollte ja nach da drüben ziehen. Nicht das, was ihr da vorhin gesehen habt. Okay, da ist ein Zombie-Apokalypse. Nee, danke. War mein Bett da? Nee, das ist nicht so nah beim Turm. Es sind hier einfach noch 4 Zombies hinter mir. Nein, danke. Ich möchte nicht mehr. Ich gehe. Tschüss. Kein Interesse mehr. Oh, das ist eine Klippe. Wo nicht da drüben? Auch nicht so ein Tauchender. Ich glaube, der macht unglaublich viel Schaden, deshalb soll ich da nicht zu dem hingehen. War das hier? Hier sind ganz viele Schafe. Aber nicht dieser See. Ist es da? Ja, ich habe mein Zeug wieder gefunden. Halleluja. Ach, der ist ein Creeper. Er sieht mich nicht. Kann ich mir schnell eine Tür machen? Ha. Gute Nacht. Stimmt, ging eher nicht. Oh. Aua. Man hält das viel aus. So, ich geh schlafen. Gute Nacht. Nein, der Creeper ist ja noch da. Komm her. Und tschüss. Okay, doch nicht. Noch einen. Sehr schön. Darf ich jetzt schlafen gehen? Ja, darf ich. Puh. Wir haben die Nacht überlebt. Ich habe mein Zeug... Ich dachte, wäre ein Creeper. Oha. Wir haben die Nacht überlebt. Ich habe mein Zeug wiedergefunden. Habe jetzt Holz oder Darkwood. Und ich würde sagen, wir ziehen dann entweder nach... Kannst du mal aufhören? Das ist echt gemein von dir. Und dann ziehen wir entweder zum Darkwood-Biom oder dorthin, wo wir gerade diesen Steinbogen gesehen haben, den ich jetzt schon wieder verloren habe. Ich glaube, der war da hinten. Ich glaube, bei dem Berg da. Aber dann schauen wir das einfach mal bei der nächsten Folge. Deshalb würde ich sagen, okay, da ist ein Creeper, zu dem will ich nicht. Tschüss. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wollt noch mehr davon sehen, weil es macht mir gerade eine ganze Menge Spaß, auch wenn ich irgendwie gefühlt nichts erreicht habe und immer noch in so einer kleinen, in einem Erdloch wohne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.